So, herzlich willkommen zu einem weiteren Format von Vanbörse. Wir sind heute bei Lena und Marc und die beiden haben ein Fiat Ducato ausgebaut. Genau. Und den würden wir heute einmal ganz kurz, oder die beiden würden uns den heute einmal ganz kurz vorstellen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein, quatschen da ein bisschen, weil hier draußen weht der Wind. Wir stehen hier in Marokko und ja, das ist Nalo. Hallo Nalo. Okay, ihr könnt euch einmal hinsetzen. Ich gehe hier mal langsam rein und dann starten wir vielleicht hier vorne direkt mal ein bisschen kurz zu euch beiden, Marc und Lena. Ihr seid wie lange schon mit dem Van unterwegs? Seit anderthalb Jahren. Seit anderthalb Jahren, wart wahrscheinlich viel in Europa? Ja, bisher in Europa. Letztes Jahr waren wir auch in der Türkei, also waren auch schon in Asien, ja, mit diesem Van. Wir sind die ganze Route runter in die Türkei gefahren, waren lange in Griechenland, 2 Monate glaube ich in der Türkei und dann im Sommer sind wir dann hoch nach Schweden. Genau. Und ja, jetzt sind wir den Winter nach Marokko gefahren. Alle hier zusammen gerade in Marokko, genau. Aber hier lässt es sich ja auch gut aushalten, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist so schön hier. Ja. Wir haben echt super tolles Wetter. Ja. Fühlt sich richtig wie Urlaub an. Ja, vielleicht sieht man es durch die Kamera, aber wir haben heute glaube ich 24 oder 25 Grad. Also es ist wirklich traumhaft hier. Wie ihr am Traumfänger hinten seht, der Wind weht. Ich würde sagen, wir starten mal ganz hinten bei euch. Ihr sitzt ja quasi schon in eurer Sitzecke, ja, mit einem schwenkbaren Tisch. Das könnt ihr vielleicht einmal ganz kurz zeigen und wahrscheinlich ist das auch klappbar mit eurem Bett. Vielleicht wollt ihr dazu einmal ganz kurz was sagen. Das ist quasi das Herz unseres Ausbaus, weil es ja auch das, den meisten Platz einnimmt. Wir haben dadurch einen riesen Sitzbereich. Wir können hier mit vielen Personen sitzen, gleichzeitig eine riesen Liegefläche. Der Tisch genau ist sowohl höhenverstellbar als auch 180 Grad in allen Richtungen zu verschieben. Ja. Das 360 Grad. 360 Grad, sorry. Also man kann ihn einmal komplett drehen und das gleiche auch einmal so. Mega. Und du hast es auch schon richtig gesagt, also man kann das ganze Gestell abbauen und dann legen wir die Tischplatte hier auf diese Holzblöcke. Ja. Und dann ist das unser Bett und darunter ist dann Nalos Höhle. Schläft Nalo auch wirklich unten? Ja, er schläft meistens dort ein und dann springt er hoch und schläft weiter bei uns im Bett. Das kennt man. Ganz, wie er möchte. Ja. Und wir haben, also wie man so sieht, eine U-Sitzform. Hier hinten haben wir uns dazu entschieden, eine etwas breitere Liegefläche, also ein etwas breiteres Polster zu bauen. Also das ist 1 Meter breit oder 1 Meter tief, sodass wir hier mehr Stauraum haben und auch gleichzeitig eine größere Liegefläche haben, sodass wir nicht so viele Rillen in der Matratze haben. Ja. Und dann haben wir ein Bett, das 1,80 Meter breit ist und 2 Meter lang. Da lässt es sich sehr gut aushalten, Marc. Du bist ja auch nicht klein, ne? Du bist ich bin 1,80. 1,80. Aber ja, wir schlafen längs. Das ist halt, viele machen es ja anders. Ja. Aber für uns war das einfach wichtig, dass wir entspannt schlafen, uns wirklich ausbreiten können, auch lang machen können. Und jetzt hat Nalo auch genug Platz im Bett. Genau. Ja, das ist sehr praktisch. Ne, Nalo, bist du zufrieden, ne? Was mir direkt auffällt, wenn man hier reinkommt, das habe ich auch schon von außen gesehen. Ihr habt sehr schön viele Fenster. Ich glaube, hinten 2 und hier hinter Marc 1. Eine ganz kurze Frage: Habt ihr das selber eingebaut und könnt ihr das empfehlen, das selber einzubauen? Ja, wir haben es mit Hilfe von ihrem Vater eingebaut. Es ist auch was schiefgegangen, weswegen wir jetzt an unserer Schiebetür ein anderes Fenster hatten als ursprünglich geplant. Ja. Aber das gehört auch dazu. Und die beiden Fenster hinten haben wir in der Türkei einbauen lassen, einfach weil es uns zu dunkel war und weil es uns gestört hat, dass wir in die Richtung einfach nicht rausgucken können. Und wir würden, glaube ich, eher empfehlen, das selbst zu machen, weil in der Türkei haben wir schon gemerkt, dass es da einfach andere Qualitätsstandards gibt und zum Beispiel hatten da auch ein paar Probleme, dass sie nicht komplett dicht sind, deswegen, ist auf jeden Fall ein bisschen gruselig, ein Loch ins Auto zu schneiden, aber es lohnt sich schon, wenn man es einfach ordentlich machen kann und gut Rostschutz drauf machen kann. Ja. Ich glaube, das ist. Und wir finden es schön, halt wirklich ein Fenster in alle Richtungen zu haben, dass man wirklich rund ums Auto irgendwie auch gucken kann, was los ist. Ja, das finde ich interessant. Bei den Fenstern, Dachfenster gilt wahrscheinlich das Gleiche. Viele sagen das Gleiche oder bisher hat, glaube ich, jeder gesagt, es ist gruselig, erstmal ins Auto zu schneiden. Wir kennen das auch, aber
ist es auf jeden Fall selbst machbar. Ja. Sehr, sehr cool. Dann sehe ich links und rechts eure Wände, was glaube ich auch für viele interessant ist. Wände und Decke würde ich einmal nehmen. Ja. Links habt ihr, was ist das, so Sperrholz? Ja, so Pappelsperrholz. 6 mm glaube ich. 6 sehr gut Millimeter. Mit der Dichte, das wäre meine nächste Frage gewesen, damit es wahrscheinlich leicht ist. Und ich glaube, mittlerweile haben 99% aller ausgebauten Vans dieses Pappelsperrholz oder Birke geht auch, weil es halt einfach leicht. Genau. Flexibel ist. Und unser Tipp eigentlich noch ist, wir haben das alles mit einem weißen Lack gestrichen, was halt super pflegeleicht ist. Also wir können wirklich alle Flecken leicht abputzen. Natürlich kommen auch mal Macken in diese Wände, weil es weiches Holz ist, aber auch bei den Macken sieht man, es platzt nicht ab. Und das ist, finde ich, ein riesen Vorteil wahrscheinlich anderen Farben gegenüber. Ja, und ich würde sagen, dafür, ihr seid jetzt anderthalb Jahre unterwegs mit diesem Van und es sieht wirklich ja noch tipptopp aus. Ja. Es wird natürlich eh alles sehr ordentlich hier, das haben wir auch schon anders gesehen bei anderen, aber ja. Ganz kurz, das Bücherregal würde mich interessieren, da wird wahrscheinlich die eine oder andere Dame fragen, wo das ist. Ist das selbst gebaut? Es ist selbst gebaut mit Treibholz aus Griechenland. Bambus-Treibholz, das haben wir am Strand gefunden und dann habe ich das mit diesem Band. Ja. Es ist nicht so mega ordentlich geworden und auch sehr improvisiert, aber es ist alles selbst gemacht und ja, aber mittlerweile hält. Mit nur Band und ein paar Schrauben zusammengebaut. Ja, richtig cool. Ja. Die Decke ist, also ihr habt hier LED-Spots drin, sind wahrscheinlich ganz normale 12 Volt LED-Spots. Die Decke ist was für ein Holz, wisst ihr das? Fichte. Fichte, Tanne. Ah, okay. So Federnut-System oder so nennt man das dann, glaube ich, ne? Und wir haben es dann mit einer Eichenlasur lasiert. Ah, sehr interessant. Deswegen ist das auch ein bisschen dunkler als das typische Fichte-Tanne, was man so im Baumarkt kaufen kann. Ja, mit der Farbe sind wir auch immer noch total zufrieden. Die haben wir ja auch hier überall verarbeitet und immer dann mit so einem lebensmittelechten Lachs, glaube ich, oder Öl noch versiegelt. Ja. Und ja, das hält mega gut und wir sind echt immer noch voll happy mit der Farbe. Ja, richtig cool. Ja, sehr schön. Ich glaube, das war es so ungefähr mit dem hinteren Bereich. Habt ihr noch was hinten bei euch? Wir haben, glaube ich, das Bett, die Sitzecke, die Fenster hinten, die Decke, Wände, alles Interessante. Wenn ihr sonst nichts mehr habt, würde ich sagen, machen wir vielleicht mal hier weiter. Vielleicht setze ich mich nach hinten. Mhm. Ihr changed einmal rum. Ist es auch interessant, dass man diese Fächer von hier aus öffnen kann? Definitiv. Das könnt ihr auch gerne. Vielleicht können wir kurz schauraummäßig erklären. Das sieht man ja auch von draußen nicht so gut. Versagen zuordnen, wo es ist. Ja, auf jeden Fall, gerne. Ja, also was auch noch vielleicht interessant ist, ist, dass wir unter diesen Sitzbecken ja Stauraum haben. Den hinteren Bereich können wir von hinten erreichen. Da haben wir auch so einen großen Auszug mit zwei großen Boxen. Und unter diesen Sitzbänken haben wir auch noch ganz viel Stauraum. Hier haben wir zum Beispiel Milchvorrat. Das kennt man hier in Marokko. Dann haben wir unsere Bettdecke, die wir dann abends rausholen. Da haben wir noch Gas und ein paar so Kleidungsvorrat. Ja. Und auf der anderen Seite befindet sich eigentlich nur ganz viel Elektrik und wir haben noch ein Safe. Ja. Und unsere, was haben wir da noch? Auch noch ein bisschen Lebensmittel. Ah ja, für Marokko haben wir nämlich ein bisschen viele Lebensmittel auf Vorrat eingekauft, deswegen sind die da auch noch. Ja. Und genau, das ist da drunter. Sehr cool. Ja. Wenn wir vielleicht, gerade beim Thema Elektrik hast du schon angesprochen, vielleicht können wir das einmal abhaken, wenn ihr da so gemütlich sitzt. Ja. Ihr habt Solar auf dem Dach, wie viele Solarpaneele und wie viel liefert das? Zwei Solarpaneele mit 300 Watt. Also je 150? Ja. Sehr gut. Und das reicht aus, um eine wie große Batterie zu speisen? Wir haben jetzt mittlerweile eine 230 Volt Batterie. Okay. Wir sind aber auch die ersten 9 Monate mit einem 150 Watt Solar-Modul gereist und auch mit einer kleineren Batterie. Ja. Das war halt für uns, weil wir ja von unterwegs arbeiten, das heißt Handys, Laptops und alles mögliche laden müssen, schon grenzwertig, gerade bei dem Winter in Griechenland, wo nicht so viel Sonne war. Ja. Aber jetzt so mit dem Setup sind wir eigentlich gut aufgestellt. Wir haben noch einen Jackery, die bringt uns dann auch mal durch so mehrere Regentage. Oder Beamerabende. Genau. Ja, das haben wir ja schon mitbekommen. Aber im Allgemeinen würden wir das, glaube ich, auf jeden Fall das nächste Mal mehr ins Elektro-Setup investieren, weil wir haben da auch ziemlich gespart, weil wir den Van eigentlich gar nicht dafür ausgebaut haben, um Vollzeit damit zu reisen. Aber man merkt schon, dass Elektrik auf jeden Fall das Herzstück ist und da würde ich nächstes Mal auf jeden Fall viel mehr investieren. Ja, gerade in die Batterie, die ja quasi so das Herzstück ist, weil ohne Strom geht gar nichts, genau. Und dann lohnt es sich da mehr rein zu investieren, als nachher irgendwelche Probleme zu haben und dann im Endeffekt
ein Jahr oder zwei Jahre später was Neues zu kaufen. Ja, ja, definitiv. Sehr cool. Perfekt, dann haben wir das Thema Elektrik auch. Da finde ich auch interessant, dieses 300 Watt und ungefähr 200 Amperestunden findet sich immer überall wieder. Mhm. Also alle haben ungefähr diese Größen. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, wechseln wir einmal die Plätze. Ja. Das ist quasi unser Kleiderschrank. Hier ist mein Fach, hier ist Linas Fach. Mhm. Und unten drin haben wir unsere Trockentrenntoilette zum Rausschieben, was ganz praktisch ist. Und ja, hier haben wir noch einen zusätzlichen Tisch dran gebaut. Hier kochen wir auch in der Regel eigentlich immer drauf. Und ja, das Besondere ist noch, wir haben hier, ich öffne mal ganz kurz, ja, haben wir dann noch einen Ganzkörperspiegel, was auch mal ganz nett ist. Praktisch. Der vielleicht auch länger nicht geputzt wurde. Ach ja, das kennt man. Und wir haben hier an den Fronten Magnetfarbe verwendet und machen da immer so kleine Polaroids das ist sehr cool dran. Und diese Magnetfarbe haben wir dann einfach mit normaler Kreidefarbe in dem Fall übergestrichen. Und ja, mit so kleinen starken Magneten hält das auch eigentlich ganz gut. Das finden wir ganz cool. So ist es ein bisschen individuell und persönlich. Richtig cool. Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gehört und noch nie gesehen. Also das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Richtig ja, cool. Finden wir auch. Ganz kurz, unten Trockentrenntoilette ist immer so ein Thema. Haben ja mittlerweile ganz viele Vanlifer. Wie ihr wisst, sind wir jetzt auch gewechselt. Seid ihr happy damit? Ja, voll. Ja, also wenn wir mehr Platz hätten, würde ich eine größere Trockentrenntoilette jetzt wählen. Die haben ja jetzt nur 5 Liter bei beidem und das ist ja ist schon wenig. Also ja, wir haben das Doppelte und müssen fast alle 2-3 Tage theoretisch. Wir deswegen, also ich würde, wir hatten halt nicht mehr Platz, weil wir da einfach dieses Fach schon vorgesehen hatten und wir Die Trileno ist das doch. Ja. Die passt da halt perfekt rein mit noch Streu und allem. Also ja, praktisch. Ja. Genau, aber sonst sind wir voll happy damit. Ja, richtig gut. Ja, auch von der Geruchsbildung und so ist es echt voll angenehm. Ja, viel besser als Chemie zu benutzen, auch wenn Chemie vielleicht weniger riecht. Ja. Ja. Ja, oder wir hatten am Anfang hatten wir einfach nur einen Eimer, den kann man für nur 12 Euro oder so bei Amazon kaufen. Und da kommt mit dann Deckel alles rein. Deckel und Klobrille und so drauf, ja. Ja, es war schon eine Toilette, aber halt nicht, dass es getrennt ist und da ist die Geruchsbildung ja schon sehr, sehr stark. Ja. Und das haben wir jetzt nicht so angenehm erfahren, deswegen sind wir super froh, dass wir gewechselt haben. Ja. Und ja, ist auf jeden Fall ein Must-Have, würde ich sagen. Ja, finde ich auch mittlerweile. Okay, und sehr cool. Bitte. Allgemein noch zum Schrank, wir würden den jetzt im Nachhinein nicht mehr an diese Stelle positionieren. Natürlich ist es nett, weil wir hier dann mehr Sichtschutz haben. Mhm. Das heißt, ja, man kann nicht so schnell reingucken. Mhm. Nimmt aber auch einfach Licht. Ja, und die Sicht. Ja. Und die Sicht weg, genau. Also er hat Vor- und Nachteile. Ja. Aber wir würden es wahrscheinlich wenn wir es nochmal ausbauen würden, den Schrank eher so in die Ecke oder hierhin versetzen. Ja. Und hier wie eigentlich alle nur so eine Küchenzeile machen. Ja, das haben ja ganz viele, ne? Bessere Sicht zu haben, es ist einladender. Außer man findet Privatsphäre sehr wichtig. Mhm. Und genau, also wenn man hier im Bett liegt und so und man kann die Schiebetür aufhaben, es sieht einen. Ja, das ist cool. Das hat halt Vorteile, aber ja, wir würden es halt anders machen. Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, viele haben das dann ja, wie ihr schon sagt, mit hier so einer flachen Küchenzeile und das vielleicht dann eher drüben. Ja, wird sich ja in der Ecke auch oder in die voll Ecke anbieten. Haben wir nicht so viel drüber nachgedacht. Damals, als wir ausgebaut haben, gab es auch ehrlicherweise viel weniger Content über Ausbau. Ja. Ja, wir haben den 2019 gekauft, den Van. Mhm. Und da waren ja noch nicht so viele Vans unterwegs. Ja. Durch Corona kam ja dann die große Flut. Ja. Und jetzt ist ja YouTube und so auch alles voll mit Ideen. Ja. Das treiben wir mal weiter voran. Ja. Dann jetzt auf zur Küche. Ja, sehr schön. Die Küche, da würde ich mal hier stehen bleiben. Gerne, wer von euch möchte. Die sieht ja auch sehr schön aus. Habt ihr die? Also da habe ich jetzt ein paar Fragen zu. Ja. Habt ihr die komplett selber gebaut oder ist das ein IKEA-Korpus oder? Nee, komplett selbst gebaut. Ja. Sieht man auch, wenn man alles öffnet, dass es nicht alles so gerade ist. Ja. Aber ja, wir haben halt hier so Schubladen. Und das auch alles selbst gebaut, ein bisschen Krimskram. Und, richtig cool. Ja, und hier ist auch schon unser Badezimmer. Wir haben auch einen Mülleimer, der ziemlich voll ist gerade. Ja. Und soll ich das noch öffnen? Ja, gerne. Ihr könnt einmal ganz kurz nur, was da so alles ist. So wir kann ich, glaube ich, auch gut sehen. Hier einen Kühlschrank. Ah, sehr interessant. Dometic hatten wir auch bei unseren Schulbusfreunden. Seid ihr damit zufrieden? Ja, voll. Ja.
Also hätte auch ein Eisbach, das ist auch ganz, ja, ganz nice manchmal, aber haben wir zum Beispiel jetzt ausgebaut. Ja. Und hier haben wir dann unseren Abwassertank. Mhm. 20 Liter. 20 Liter, das haben wir sogar verkleinert. Und ja, Nalo-Sachen und ja. Was ich hier auch. Ah, sorry, ja. Ja. Was ich hier auch sehe, ihr habt einen Alpfilter direkt zwischengeschaltet. Ja, genau. Das ist praktisch, das heißt, ihr könntet theoretisch jedes Wasser dieser Welt trinken, sagt man ja zumindest. Ja. Wir filtern dreimal, also bevor wir den Wassertank befüllen auch noch. Ja. Und dann da noch, bevor wir das Wasser zapfen. Ja, was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass wir hier in die. Wie nennt man das? Schranktüren haben wir auch so Fächer eingebaut. Ja. Wenn wir so viel Zahn, das ist praktisch, ja. Und ja. Darf ich einmal fragen, wie viel Frischwasser ihr habt? 103 Liter. Ah, ja. Damit kommt ihr aber gut aus. Ist das dann Unterflur, also unterm Van? Nee. Hinten, hinter dem, unterm Bett. Ja. Und ja, wir kommen da meistens so eine Woche mit hin, oder? Ja. Wenn wir jetzt nicht duschen, also wir haben auch eine Außendusche. Ja. Wenn man jetzt nicht duscht und je nachdem, wie viel man auch kocht. Aber so meistens eine Woche. Genau. Ja. Ja, sehr, sehr schön, ihr beiden. Dann würde ich gerne noch einmal hier rechts zeigen, weil das sieht auch sehr schön aus. Das ist wahrscheinlich Standheizung, richtig? Ja, genau. Also habt ihr auch verbaut. Ich glaube, da gibt es dann immer nicht so viel zu erzählen, außer dass man immer die Auslässe zeigen kann. Genau, wir haben nur einen Auslass und wir haben die original Trennwand vom Fahrzeug drin und haben die halt einfach schön verkleidet. Ja. Und dadurch haben wir dann hier ein Schuhfach. Oh, das ist ja cool. Genau, wo auch echt viel reingeht. Also wenn man es richtig stapelt, geht viel rein. Ist natürlich dann vielleicht mehr Aufwand, einen gewissen Schuh rauszuholen, aber es passt echt viel rein. Oh, sehr praktisch, ja. Kann man auch nur empfehlen, weil sonst fliegen die Schuhe immer überall rum. Ja. Und das ist auch noch, wenn ich hier einmal ganz kurz, hier kann man wirklich durch ins Fahrerhäuschen. Das finde ich immer ganz sicherheitsmäßig, falls man mal schnell weg muss, dass man nicht außen rum muss. Gehen, ja. Also ihr würdet notfalls durchpassen. Musstet ihr schon mal durch? Nein. Nur bei der Fahrt, wenn man mal ganz dringend zu durchpassen. Ah, ja, okay. Aber man muss auch sagen, jetzt bei den warmen Temperaturen ist das auch schon eine gute Isolation. Das auch. Also wir merken das schon, wir haben zwar auch diese Thermomatten vorne drin, aber die Hitze kommt wirklich von vorne. Ja. Ja. Und die staut sich dann da und kommt ein. Man merkt, wenn man hier steht, dass da teilweise wirklich richtig Hitze rauskommt, aber es geht auch viel ab. Ja, also hat auch wieder Vor- und Nachteile. Ja, das hört man ja auch immer wieder, ne, mit den Trennwänden, dass das halt die Vor- und Nachteile sind. Oder ob man die für den TÜV rausnehmen darf. Deswegen ist das wahrscheinlich die sichere und die auch sehr praktische Variante. Ja. Okay, dann noch eine Sache. Ich habe mich nämlich eben hier hingelehnt und bin ans Licht gekommen. Und vielleicht darf ich euch das einmal vorführen. Aber hier oben haben die beiden ein Licht, was man jetzt nicht so gut, das ist sehr praktisch. Ja. Da würde mich mal noch ganz kurz interessieren, wo habt ihr die Kabel lang gelegt? Für jeden, der das nachbauen möchte. Also wahrscheinlich hier hoch und dann? Ja, da draußen. Die Elektrik hat mein Vater gemacht. Ja, aber also man kann davon ausgehen, dass er natürlich dann von da über, es muss ja vom Schalter. Ja, also. Der ist zwischengeschaltet. Genau. Stimmt, das ist doch alles zusammen hier. Wir haben einen, so einen Wechselkreislauf, das heißt, wir können das Licht von dort anschalten, aber auch von hier. Ah. Auch noch Schalter. Ja. Ja, ist an. Wenn du im Bett liegst, natürlich Licht. Also es ist alles wahrscheinlich von dort hier hinter verlegt zur Batterie, die da ist. Ja, gut, wenn der Papa Elektrik kann, ne? Ja, aber auch das würde ich empfehlen, es selbst zu machen, weil wir hatten jetzt schon ein paar Mal von unterwegs ein paar Kleinigkeiten, die wir nicht alleine lösen konnten, also lieber selbst machen. Ja, und auch generell einfach aneignen, irgendwann braucht man es. Also irgendwann tritt ein Problem auf, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit und dann ist es natürlich schön, wenn man es alleine lösen kann, auch wenn man nur was austauschen will. Ja. So, wir stehen jetzt da und können es nicht oder müssen es uns dann in der Situation aneignen. Ja, sehr cool, ihr beiden. Vielen, vielen Dank für die ausführliche Roomtour. Bei Fragen kann man euch, wie eben verlinkt, auch sicherlich gerne kontaktieren. Und ihr beantwortet dann hoffentlich alle Fragen, wie ihr es halt könnt. Klar, und wir sagen Dankeschön und tschüss. Gerne. Tschüss. Ciao.